Moin, eine neue Ausgabe vom OMSI Let's Play. Ja, das Release von OMSI 2 verzögert sich ja jetzt doch noch aufgrund von Krankheit, wurde bekannt gegeben. Dann begnügen wir uns ein bisschen weiter mit den vorhandenen Maps und Bussen aus OMSI 1. Ja, wir befinden uns in Alheim, da waren wir schon mal, da sind wir die Linie 23 gefahren. Ich steige jetzt erstmal ein in den Solaris Urbino. Und jetzt fahren wir aber die Linie 29. Ja. Ach Gott, jetzt habe ich die Alt-Taste gedrückt. Nein, das wollte ich ja gar nicht. So. 0, 9. Hä? Ich bin verwirrt. So. Route 01 müsste das sein. Was? Ach Gott, warum habe ich denn da 12 eingegeben? 0, 29, 0, 0. Zack. Sag mal, bin ich jetzt total bescheuert? Aha, so. Und jetzt Route 1. Gott, was ist denn los heute Morgen? Alheim, Osterfeld, Markt. Ah, ich glaube, das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Was sagt mein Fahrplan? Osterfeld, Markt. Ah. Alles klar. Dann schmeiße ich mal den Motor an. Weil wir müssen nämlich auch gleich los. Nee, minus 3,1. Achso. Ja. Bisschen Licht anmachen. Ah, ich habe noch nicht genug Druckluft. Ja. Egal, fahren wir trotzdem. Wir müssen uns ja erstmal hier wieder, ihr kennt das bestimmt hier, einmal um diese Baustelle herumschlingeln. Ja, unterwegs sind wir mit dem, ich habe es eben schon erwähnt, mit dem Solaris Urbino 12.3. Mit dem Alheim Repaint natürlich. Ich werde immer, wenn möglich, auch die zu der Map mitgelieferten Repaints nutzen, damit es halt bisschen mehr, ja, wie soll ich sagen, originalgetreu ist. Das da rechts sieht von Weitem übrigens immer aus wie so eine, Moment, wie so eine Raspel hier, so eine Gemüseraspel oder so, ich weiß auch nicht. Ja. Oh Gott, ihr wollt alle mit oder was? Morgen. 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 Hallo. Können Sie ein bisschen heizen hier? Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte. Ach, da ist Drucken. Was hast du mir jetzt gegeben? 10er, ne? Den kriegst du 5 und 2,30 zurück. Ja. Ach so, geheizt haben wolltest du es auch. Wo war denn hier die Heizung, verdammt? Huch. Ach da. Ach, das war ja das Ding. Ja, ich habe keine Ahnung, aber... Ah. Gut. Was sagt die Uhr? Oh, kann gleich losfahren. Dann machen wir das mal.
Nächster Halt, Ehrenhainstraße. Ah, es kommen sogar automatische Ansagen bei dem Bus. Ich wusste das nicht, bin den Solaris Urbino noch nicht so oft gefahren, muss ich sagen. Oh, der fährt ja, das ist ja unglaublich. Der hat da seinen Führerschein gewonnen, oder? Alter, halt die Fresse, Mann. Anscheinend sind die Bremsen hier sehr, sehr empfindlich. Ja, so, Ampel. Ampel wird grün. Nehme ich überhaupt auf? Ja. Das wär's noch. Ach, Mann, Ja, wir werden ungefähr eine halbe Stunde unterwegs sein. Bis 11.10 Uhr, 10.46 Uhr, 11.10 Uhr. Ich weiß noch nicht so ganz genau, ob ich das, ob ich diesen Teil nochmal unterteilen werde. Diesen Teil unterteilen werde. Mensch, war auch wieder eine sehr schlaue Aussage. Nee, ob ich diese Folge nochmal aufsplitten werde. Mal gucken, wie lang jetzt das Endergebnis insgesamt ist. Das ist ja noch gar nicht die Ehrenhainstraße. Bin ich hier richtig? Ich bin ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Also ich bin die Linie schon mal gefahren. Was sind wir denn? 29, ne? Ja. Wollen wir mal gucken. Ehrenhainstraße, jawohl. Schaut gut aus. Ja, schönen guten Morgen auch. So, wird grün. Toll, immer wenn man gerade die Flasche zum Trinken angesetzt hat hier. Ja. Übrigens sehr lecker, der... Ach nee, 29 ist gerade aus. Nächster Halt, Bernauer Platz. Übergang zu den Linien 19, 22 und 23. Sehr lecker, der Eistee von vom schwarzen Netto. Ja, es gibt ja Netto Schwarz, Netto Rot. Der Eistee für sich in diesen kleinen 0,3 Liter Flaschen. So, komm her, Oma. Ich hoffe, du willst keine Fahrkarte kaufen. Hallo. Hallo. Sehr gut. Dann fahren wir weiter. Wir haben nämlich schon wieder fast eine Minute Verspätung. Nächster Halt, Jeremiasstraße. Oh, oh, ist ja rot, ist ja rot. Ja, ja, die roten Ampeln habe ich heute schon wieder besonders gerne. Ja, jetzt habe ich mich schon so auf OMSI 2 gefreut. Jetzt verzögert sich das noch wieder um einen Monat in etwa. Ah, naja. Kann man nichts machen. Lieber so, als wenn nachher so ein halbfertiges Spiel rauskommt. Das ist dann auch mal scheiße. Ja, guten Morgen. Ich hätte gern eine Kutsche. Ach, jetzt kommst du mit einer... Was stehst du denn da in der Tür so komisch drin? Wo ist denn hier die Kurzstrecke? Da. Hallo, ich hätte gern einen Fahrschein. Ja, doch. Jetzt verpiss dich da. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube geradeaus. Ach nee, das war... Nächster ist das hier? Halt, Westallee. Betrieb so. Ach ne, hier ist ja schon wieder eine Haltestelle. Ach Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin heute so verpeilt, aber ich habe auch ein bisschen Kopfschmerzen, muss ich sagen. Wollte noch gar keiner aussteigen. Was ist denn hier?
Ihr lauft heute auch alle komische Wege hier. So. Ich glaube, jetzt muss ich nämlich links rüber, wenn das da war. Nee, das kommt erst noch. Hier hätte ich rüber gemusst, wenn ich die 100 wäre. Ach, schon wieder eine rote Ampel. Was ist denn heute los hier? Nächster Halt, Kirchenfelder Straße. Ah, der Erste, der aussteigen will. Hier ist er ja schon, hoppala. Ja, dafür will keiner einsteigen. Ach. Dieser Bus ist irgendwie komisch. Dankeschön. Nächster Halt, Unihalle. So, hier müssen wir nicht rein. Hier müssen wir nur rein, wenn hier Endstation ist, sondern wir halten hier. Aber hier will keiner rein und keiner raus, dann fahren wir direkt weiter. Also der Solaris Urbino hier lässt sich echt komisch fahren und ist alles komisch. Montag bis Freitag, hier war das, wo ich das immer gerne verballer. Montag bis Freitag, 6 bis 21 Uhr, da fahren wir nämlich noch eine kleine Extraschleife. Ich glaube, ich muss manuell weiter drücken, ne? Nächster Halt, Siegerländerstraße, Einkaufszentrum. Leider ist hier, wie man sieht, ein Clipping-Fehler in der Map. Das flimmert so. Hier ist ja schon die Haltestelle. Ich bin heute echt ein bisschen verpallert. Oh Gott. So, schnell Türen zu und weiter geht's. Wir haben immer noch eine Minute Verspätung. Ja, nicht so schnell. Oh. Alter, was ist... Wie fahr ich? Wie fahr ich denn heute? Nächster Halt, Oberer Disselberg. Das ist ja nicht schön hier. In Alheim fahre ich immer wie der Letzte, ich weiß auch nicht. Guten Morgen. Eine Kurzstrecke. Mhm. Das kriege ich auch noch hin. Kurzstrecke war hier, glaube ich. Ja. Was hast du mir gegeben? 2 Euro hier, den kriegst du 30 Cent zurück. Bitteschön. Und weiter geht's. So, 29 rechts lang. Nächster Halt, Gesamtschule Disselberg. Da lang, okay. Und mal wieder eine rote Ampel. Wie soll's auch anders sein hier? Ich habe ja auch schon bloß wieder 1,5 Minuten Verspätung. Aber in Alheim ist das ja keine Kunst, irgendwie großartig Verspätung zu machen. Das haben wir ja schon auf der Linie 23 kennengelernt. In Folge 2 und 3 meines Let's Plays. Mhm. Ja, jetzt kriegen die anderen erst grün, ist ja klar.
Nicht wundern, wenn ich noch nicht ganz so gesprächig bin, ist auch noch ein bisschen früh am Morgen und ein bisschen genervt bin ich auch schon wieder. Ich musste nämlich mein Auto in die Werkstatt bringen, ja. Ich habe ja einen Ford Transit. Jetzt geht's endlich weiter. Und da ist wohl irgendwas mit dem Lager. Das klingt so ein bisschen komisch. Ich habe das schon im Podcast erzählt, aber die meisten hier, also sind ja unterschiedliche Hörer. Die, die den Podcast hören, gucken nicht unbedingt die Let's Plays und andersrum auch. So. Jetzt habe ich einen Leihwagen, einen Ford Ka, da sitze ich drin wie ein Affe auf dem Schleifstein. Morgen. Morgen, Manfred. Hä? Wie? Ach, das war der Inverter wohl, oder? WTF, 2,5 Minuten Verspätung schon. Nächster Halt, Unimensa. Ach, hier ist ja Einbahnstraße, kann mir ja keiner entgegenkommen, das ist gut. So, guten Appetit an alle, die hier aussteigen. Hallo. Hallo. So, da vorne ist Stau, aber wie gut, dass wir rechts abbiegen müssen. Nächster Halt, Beradi-Platz. Oh, hier ist ein bisschen eng. So. Da ist frei, links ist auch frei und los geht's. Nächster Halt, Universität. Ach ja, das war ja diese beschissene Bushaltestelle. Oh Mann. Da muss man immer die richtige Kombination finden zwischen einigermaßen sicher fahren, ja. Und aber auch nicht zu langsam, weil sonst kommen die Fahrgäste schon alle zum Bus angelaufen, quer über die Straße. Das ist dann nicht so toll. 29 ist gleich die erste Einfahrt hier. Ah, doch den Bordstein mitgenommen. Verdammte Scheiße. Ihr wollt alle mit hier oder was? Oh Mann. Hallo. Hallo. Einmal eine Kurzstrecke, bitte. Einmal eine Kurzstrecke. Bitte. Eine Tageskarte. Eine Tageskarte. Bitteschön. Eine Tageskarte bitte. Da fehlt doch... Achso, da ist noch einer. So. So, wo muss ich lang? 29 nach links. Oh, ich hab mal grün. Das geht in die Weltgeschichte ein hier. Nächster Halt, auf dem Pappenkoten.
Übergang zur Linie 26 Richtung Breckerfeld. Oh, 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 oh. Also heute fahre ich echt wieder wie die letzte Sau, muss ich ja mal sagen. Hab keine Ahnung warum. Muss noch mal einen Schluck Eistee trinken. Und weiterfahren wir Richtung Osterfeldmarkt. Ja, kommt ruhig rein, traut euch, ich Hallo. Beiße nicht. Guten Tag. Guten Tag. Emma, kurz sprechen, bitte. Oh. Danke. Bitte. So, jetzt kommt auch gleich wieder so eine beschissene Kurve hier. Nächster Halt, Robertstraße. Ja, jetzt kommt natürlich wieder so viel Gegenverkehr hier. Oh, so, hat aber gepasst. Man muss ja auch schon ein bisschen ausholen, sonst kommt man ja hinten mit dem Hinterreifen wieder über den Bordstein. Das ist ja nicht so toll. Aber im Zweifelsfall natürlich lieber über den Bordstein. Oh, oh ja, ich wusste das. Stellt euch nicht so an, dann haltet euch gefälligst fest da hinten. Ja, guck mal auf die Uhr, ich habe schon 4,2 Minuten Verspätung. Da muss man mal ein bisschen schneller durch die Kurve fahren. So, was ich sagen wollte, natürlich lieber ein bisschen mit dem Hinterrad über Bordstein, als einen von den entgegenkommenden Autos zu rammen. Nicht wahr? Richtig. Wie weit haben wir es noch? Wo waren wir jetzt gerade? Pappenkoten, ne? Oder wie das heißt? Ja, auf den... Ah ja, den haben wir jetzt die Hälfte ungefähr. Oh, ist grün. Na, müssen wir rechts abbiegen oder was hier los? Nee. Die 100 muss rechts abbiegen. Wir müssen links abbiegen. Wie gut, dass man den Pfeil so rechtzeitig sieht. So, jetzt. Ich sehe nichts. Hier ist frei, gut. Hallo. Hallo. Los, beweg deinen dicken Hintern rein hier. So. Ja, Fahrkarte ist ja klar. Hä? Doch nicht? Ja, denn nicht. Nächster Halt, Waldoriastraße. Boah, fällt der Scheiße. Das ist schon vorabsehbar, wann, also, ne, ach. Wann die Fahrgäste sich darüber beschweren, dass ich so scheiße fahre. Gib Gas! Ja, die Hupe klingt ja auch geil, ey.
Ich hätte da hinten halten müssen, oder? Kommt Manfred hier jetzt hergeeiert oder nicht? Ja. Tut mir leid, Manfred, ich bin ein bisschen weit gefahren. Wäre sonst aber auch nochmal zurückgesetzt. Also diese Ausfahrt kommt mir ein bisschen bekannt vor. Die ist wahrscheinlich von der Spandau-Map hier eingefügt worden. Aber das ist ja nicht schlimm, das passt ja ganz gut hier rein. Stadtgrenze da hinten. Nächster Halt, Gut Landgast. Ja, lässt mich raus oder was? Alles klar, danke. Och, hört doch auf zu hupen, ey. Ich bin schon ein bisschen Akku gerade. Nächster Halt, Osterfelder Straße. Gib Gas da! Oh! Mann, ey! Weißt du, mich hupen sie alle an, aber dann fahren die selber alle so scheiße hier. Das ist doch nicht schön. So, wollt hier jemand raus? Ja, natürlich will hier jemand raus. Und Manfred kann zaubern, er kann durch Werbetafeln durchgehen. Mann, Mann, Mann. Nächster Halt, Hohlweg. Ja, so ein Fahrstuhl ist ja nichts dagegen. Oh. Ja, wie soll man denn hier auch... Habe ich irgendwas mitgenommen? Ja, ich dachte, jetzt fährt der mir auch noch hinten rein, oder was? Oh ja, ich habe das 30er-Schild hinten mitgenommen. Naja. Tolle Animation. So, wem mein Fahrstil nicht passt, der kann jetzt hier bitte aussteigen. Haltet einfach die Fresse da hinten. Jetzt brauche ich mir auch keine Mühe mehr zu geben. Jetzt fahre ich, wie ich will. Kann einfach mal eine Vollbremsung machen. Nee. Jetzt erst recht nicht mehr. Wenn ihr so viel meckern müsst da hinten, ja. Aber aussteigen wollen sie trotzdem nicht. Einen Einzelfahrschein, bitte.
Aber eine Fahrkarte kaufen. Ja. So. Hier hast du dein verdammtes Wechselgeld, bitte. Na, wundert mich ja, dass jetzt wieder keiner gemeckert hat, dass ich zu schnell im Kurve gefahren bin hier. Nächster Halt, Bennsteiner Straße. Übergang zur Linie 32 in Richtung Bennstein-Mitte. So, zack, Tür auf. Da standen noch irgendwelche, wollten die nicht mit? Doch, die, da kommen sie langsam angewackelt. Ey, wo kein Schnee liegt, könnt ihr laufen. Einen Einzelfahrschein, bitte. Ja. Danke. Bitte. Nächster Halt, Brill. Brill? Ja, sind wir denn hier in World of Warcraft oder was? Ist hier rechts vor links? Oh. Hoffentlich sind wir bald da. Das habe ich ja auch selten, dass mich der KI-Verkehr und alles Mögliche und die Fahrgäste so sehr nerven, dass ich hoffe... Ich will sofort aussteigen, ich habe unmöglich zu fahren. Okay. Jetzt habe ich das parkende Auto gestreift. Das ist aber nur, weil ihr mich schon alle nervt da hinten, ihr euren Fahrgäste. Ja? So, raus. Achso, wollte gar keiner einsteigen hier, ne? Ist ja auch lustig, dass hier alle in die Wohnsiedlung da jetzt reingehen. Habe ich jetzt überhaupt noch Leute drin hier? Nö. Sieht ja nicht so danach aus. Achso, ach, wir sind ja gleich da, sind ja nur noch 3 Stationen. 2. Naja, dann haben wir es ja gleich geschafft. Ja. Von vorne kommt keiner, hätte ich fast gesagt, aber da kommt noch einer. So, jetzt können wir hier... Nächster Halt, Hofstraße. Da wollen natürlich auch wieder welche mit. Die 2 Meter könnt ihr jetzt auch noch laufen. Hallo. Hallo. OFM erinnert mich mal an... Nächster Halt, Osterfeld, Markt. Dieser Bus endet hier. Fahrgäste bitte alle aussteigen. OFM erinnert mich immer so ein bisschen an Online-Fußballmanager. Das nehme ich auch die Abkürzung dafür. So, da sind wir. Zu spät, ja. Die Hälfte der Strecke war ich noch einigermaßen pünktlich und dann steht jetzt hier überall zu spät.
Doch, dann ist es zu spät. Ja. Genervt, ein bisschen genervt, sage ich jetzt tschüss, winke, winke und bye bye. Bis zur nächsten Episode, in der wir dann die Rückfahrt antreten. Ich werde jetzt erstmal in Ruhe eine rauchen und dann, dann werde ich die nächste Folge aufzeichnen. Tschüssi!